Ende des 8. Jahrhunderts nach Christus brechen die Wikinger von den eisigen Küsten der Nordmeere auf und erobern Europa im Sturm. 300 Jahre lang hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung. Nichts kann die Wikinger aufhalten, weder Ozeane noch gegnerische Heere. Und die Wahrheit über dieses Volk ist sogar noch spektakulärer als jede Legende. Die Wikinger ziehen als Krieger, aber auch als Entdecker und Händler aus, um neue Lebensräume zu erschließen. Jedes Mittel ist ihnen dafür recht. Von den Küsten Nordamerikas bis zu den Märkten von Bagdad sorgen sie für sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandel in erstaunlichem Ausmaß. Bis zu ihrem Untergang. Vor 1200 Jahren fallen die Wikinger von der kalten Nordsee unbarmherzig über das nichtsahnende Europa her. Sie stammen aus dem Land der Fjorde, einem kargen Landstrich, der für seine erbitterten Clankämpfe bekannt ist, dem heutigen Skandinavien. Ihr Mut, ihre Gewaltbereitschaft und ihre Eroberungen leben in Legenden fort. Doch die Erde ihrer skandinavischen Heimat birgt ein weiteres bemerkenswertes Zeugnis ihres Lebens. Wir schreiben das Jahr 1880, Norwegen. Norwegische Archäologen machen eine außergewöhnliche Entdeckung. Sie lässt zum ersten Mal ahnen, wie die Wikinger tatsächlich lebten und starben. Es war erstaunlich. Man hatte sich die Wikinger immer als ein primitives Volk aus dem Norden vorgestellt, das Schwerter schwingend Europa ausplünderte. Jetzt wurde klar, dass es sich um eine Zivilisation handelte, die den anderen europäischen Kulturen der damaligen Zeit in nichts nachstand. Ein Fund aus mehreren Grabstätten Skandinaviens veranschaulicht besonders gut, wie das Leben der Wikinger aussah. Man stieß auf vergrabene Schiffe, die als Grabstätte dienten. Sie sind mit Gütern beladen, die den Verstorbenen die Reise ins Jenseits erleichtern sollten. Schiffe waren die einzigen Fortbewegungsmittel. Die Wikinger waren grandiose Schiffsbauer. Bei den Ausgrabungen glaubte man erst gar nicht, dass diese wunderbaren Schiffe tatsächlich seetauglich sind. Und ob sie das sind. Und außerdem sehr wendig. Sie konnten mit ihrem flachen Kiel sogar Flüsse hochfahren. Die Wikinger begruben herausragende Persönlichkeiten oft in ihren Schiffen. Diese waren mit vielen Gebrauchsgegenständen beladen, da die Wikinger den Tod als eine Reise sahen. Alles Notwendige für das Leben in der Ewigkeit wurde in diesen Schiffen verstaut. Dann wurden sie mit Erde bedeckt. Deswegen sind sie so gut erhalten. Wer waren diese geheimnisvollen Barbaren mit den aufwendigen Grabritualen? Warum wurden sie zur Geißel des frühen Mittelalters? Wir befinden uns im ausgehenden 8. Jahrhundert im Hochland des heutigen Norwegen. Es gibt einige Hinweise darauf, wie die Wikinger gelebt haben, bevor sie zu ihren Raubzügen aufbrachen. Sie waren ein eher sesshaftes Volk, das Landwirtschaft betrieb. Das Leben spielte sich vermutlich in dörflichen Strukturen ab, in Clans oder Familien, obwohl wir das nicht genau wissen. Aber es gab wohl Anführer, die über kleinere Gruppen herrschten. Manchmal kam es zum Krieg zwischen diesen Gruppen. Überleben stand im Leben der Wikinger an erster Stelle. Das Klima war viel kälter als im restlichen Europa. Die Wetterbedingungen waren manchmal brutal. Wahrscheinlich machte dies das Überleben ziemlich schwierig. Das ist ein wichtiger Punkt. Zu Beginn des Wikingerzeitalters bildet der Bauernhof die Lebensgrundlage. Während der kurzen, milden Jahreszeit bauen die Bauern Getreide und Gemüse an.
Auch Viehzucht spielt eine große Rolle. Doch der Frieden neigt sich dem Ende zu. In manchen Gegenden wird das fruchtbare Land knapp für die wachsende Wikingerbevölkerung. Konflikte brechen aus. Gewalt flammt auf, als die stärkeren Wikinger-Clans die schwächeren angreifen. Brutal fallen die Angreifer über die Bauern mit Äxten und Schwertern her. Clanführer waren Besitzer großer Anwesen mit Leibeigenen und Bauern. Wenn sie auf Raubzug gehen wollten, versammelten sie ihre Leute und zogen los. Sie fielen in ein Dorf ein, nahmen, was immer sie fanden, und zogen wieder ab. Nicht besonders kompliziert, aber sehr effektiv. Einige Wikinger beschließen, wegen der schwierigen Bedingungen im hohen Norden ihr Glück woanders zu suchen. Viele andere schließen sich ihnen an, auf der Suche nach schnellem Reichtum. Die Werkzeuge, mit denen man bisher Scheunen baute, werden für eine neue Aufgabe benutzt. In den nordischen Buchten nimmt etwas Gestalt an, was das Leben dieser Menschen grundlegend verändern wird. Das Langschiff der Wikinger. Die Bauweise dieser außergewöhnlichen Schiffe ist revolutionär. Sie ermöglichen einen beispiellosen Angriff auf Mitteleuropa und darüber hinaus. 300 Jahre lang wird mit den Langschiffen europäische Geschichte geschrieben. Das Langschiff begründet den Ruhm der Wikinger als Schiffbaumeister und Seefahrernation. Ohne das Langschiff wäre die Geschichte der Wikinger ganz anders verlaufen. Nur dank der Entwicklung dieser Technologie nehmen sie einen so prominenten Platz in der europäischen Geschichte ein. Mit der Zeit entwickelten sie Schiffe, mit denen sie sogar über den Nordatlantik fahren konnten. So hatten sie enorm weitreichende Möglichkeiten. Diese Schiffe konnte man in etwa 6 Wochen nach bewährtem Muster bauen. Für ruhige Gewässer bauten sie das Schiff etwas breiter, für den Ozean etwas tiefer. Wenn sie die europäischen Flüsse für ihre Angriffe hochfahren wollten, dann konnten sie denselben Entwurf benutzen, in einer kleineren Version. Diese Schiffe waren leicht genug, um über Land getragen zu werden. Man konnte sie Flüsse hochziehen oder mit ihnen segeln. Das war ein wichtiges Merkmal, denn diese Schiffe waren blitzschnell. Niemand konnte sie einholen. Das sind keine Küstenschiffe wie damals im Mittelmeer. Mit diesen Schiffen konnte man von Norwegen nach Schottland, von den Färöer Inseln nach Island und von Island nach Grönland fahren. Also über das offene Meer, was für Küstenschiffe viel zu gefährlich gewesen wäre. Die Wikinger aber hatten keine Angst und besaßen das entsprechende Know-how. Die Schiffe der Wikinger waren stabil und schnell. Ebenso für Flüsse wie für Küsten oder die hohe See geeignet. Technische Wunder ihrer Zeit. Keine zentrale Regierung, kein König steht über diesen Menschen. Jedes nordische Dorf handelt unabhängig und ernennt seine eigene Führung. Doch dann schließen sich die Wikinger für ein kaltblütiges Vorhaben zusammen. Lassen Frauen und Kinder zurück und stechen in See. Sie gehen auf Raubzug, also bewaffnen sie sich entsprechend. Zu ihren ersten Opfern zählen am 8. Juni 793 die Mönche von Lindisfarne auf einer Insel vor Schottland. Lindisfarne ist einer der heiligsten Orte Britanniens. Hier steht das Kloster St. Cuthbert. Und die Mönche besitzen nicht nur innere Werte. Die Glocken läuteten, die Mönche gingen gerade zur Messe. Plötzlich kamen die Wikinger wie aus dem Nichts. Bestialisch fielen sie über die Mönche her und stachen sie zu Boden. Sie raubten, was ihnen in die Hände fiel, und legten Feuer. Die Mönche erlebten die Hölle. Später hieß es, dass die leibhaftigen Teufel auf sie losgelassen wurden.
Die Wikinger waren ohne Zweifel Krieger. Doch ihre Mittel waren Einschüchterung, Angst und Terrorismus. Sie waren Räuber, keine Soldaten. Meiner Meinung nach waren sie extrem aggressiv, gierig und extrem fähig. Von uns werden sie immer als Barbaren gesehen. Tatsächlich aber hatten sie eine Schlachtordnung und planten ihre Angriffe auf sehr disziplinierte militärische Art und Weise. Die Wikinger waren Kriegsmaschinen. Es handelte sich um große, kräftige Skandinaven, meist in einer Rüstung aus Lederhaut. Jeder hatte eine ganz einfache Ausrüstung. Ein Messer, ein Schwert und eine Streitaxt. Es heißt, dass die Streitaxt die grausamste Waffe war. Denn die Wikinger hatten eine unglaubliche Fertigkeit entwickelt, diese Äxte so zu werfen, dass sie die Gegner außer Gefecht setzten oder gar enthaupteten. In den Klöstern entlang der Küste finden die Wikinger reiche Beute, zumal sich die Mönche nicht wehren. Ende des 9. Jahrhunderts nach Christus beginnt man mit der Niederschrift der angelsächsischen Chronik. Sie ist die Hauptquelle für die Geschichte Englands vom 5. bis zum 11. Jahrhundert. Hier ist der Terror der angreifenden Wikinger bezeugt. Die Heiden verwüsteten Gottes Kirche in Lindisfarne. Sie plünderten und mordeten. Für die Geschichtsschreibung ist dieser brutale Überfall auf die Mönche und ihre Schätze 793 nach Christus ein Meilenstein. Mit diesem ersten großen Raubzug beginnt die Wikingerzeit. Doch Lindisfarne und weitere schutzlose Klöster entlang der Küste der britischen Inseln sind nur der Anfang. Bald nehmen sich die Wikinger lohnendere Ziele vor. Die großen Städte Europas stehen kurz davor, die Gewalt und die Wut dieser nordischen Männer zu spüren zu bekommen. Und den gnadenlosen Hieb ihrer Schwerter. Die Wikinger sind auf Raub aus, als sie ihre Heimat verlassen. Ihr Angriff auf Lindisfarne läutet eine ganze Serie von Raubzügen ein. Fast ganz Europa ist bedroht. Es ist Mitte des 9. Jahrhunderts. 50 Jahre nach dem Überfall auf Lindisfarne schließen sich nordische Clans und Dorfgemeinschaften wiederum zusammen, um Langschiffe zu bauen. Sie haben von großen Reichtümern in Europa gehört und wollen ihr hartes Leben verbessern, auf Kosten ihrer ahnungslosen Opfer. Die Wikinger wollten Silber rauben, im Gegensatz zu den Spaniern, die später in Amerika Gold stahlen. Für die Wikinger war Silber das Höchste. Auch viele religiöse Gegenstände wie Kreuze in den Klöstern waren aus Silber. Jedes Schiff hat einen Anführer mit absoluter Befehlsgewalt. Oft schließen sich mehrere Schiffe zu Flotten zusammen, die bis auf mehrere Dutzend Schiffe anwachsen können. Die einzelnen Flotten agieren aber unabhängig voneinander, was es den Gegnern schwer macht, die Angriffe vorauszusehen. Einigen Wikingerfürsten eilt ihr furchterregender Ruf bereits voraus. Europa hat nichts dagegen zu setzen. Es ist eine Eigenart des europäischen Kontinents, dass er von vielen schiffbaren Flüssen durchzogen ist. In Nordamerika oder Afrika zum Beispiel gibt es, anders als in Europa, nur sehr wenige große Flüsse. Und die Wikinger hatten schließlich ihre Langschiffe mit flachem Kiel, die problemlos auf Flüssen fahren konnten. Im Jahr 845 macht sich Ragnar der Däne, ein berühmter Wikingerfürst, das zunutze. Der Überfall auf Lindisfarne war harmlos gegen das, was er vorhat. Mit einer Flotte von 120 Schiffen segelt er zur Seine-Mündung. Sein Ziel: Paris. Noch bevor sie die Stadt erreichen, dezimieren Ragnars Männer die französische Vorhut an den Ufern der Seine. Die französischen Gefangenen erwartet ein grausamer Tod. Die Wikinger waren im Grunde Terroristen. Mit Terror ebneten sie sich den Weg. Sie waren völlig skrupellos. Ein berühmter Wikinger war als kinderfreundlich bekannt, weil er darauf verzichtete, die Babys in die Luft zu werfen und mit dem Schwert aufzuspießen.